Ein weiterer Kandidat ist in den Wahlkampf um das Bürgermeisteramt der Stadt Bad Bramstedt eingestiegen. Warum Sergio? Das ist mein Spitzname. Viele können Serhat nicht aussprechen. Und dann habe ich das so auf den Portugiesischen gekürzt und jo, daher der Name. Was mir nicht gefällt, ist, dass zu wenig für die Jugend getan wird. Dass hier einfach keine neue Vision da ist, dass einfach nichts Neues kommt. Es immer das Gleiche ist. Das Einzige, was Herr Kütbach sichtbar gemacht hat, ist die 20er-Zone. Und alles andere ist einfach nichts Besonderes da. Also die Frau Jeske kenne ich nicht. Die SPD hat sie aufgestellt. Allerdings bin ich der Meinung, dass in Bad Bramstedt ein Bürgermeister nur dank, also kandidieren sollte, der auch wirklich aus Bad Bramstedt kommt. Taxifahrt bzw. Taxifahrer mache ich vorübergehend. Ich war vorher besetzt als Vertriebsleiter in einem Lebensmittelgroßhandel, kaufmännisch. Da hatte ich auch ein Team, zwar keine 100 Mann, aber im Endeffekt habe ich dieses Team geleitet. Ich weiß, woran es aufkommt. Ich weiß, was zu machen ist, wenn es Ernstfall entstehen. Natürlich ist es nicht das Gleiche, wie wenn man in einer Stadt arbeitet. Da herrschen ganz andere Systeme. Allerdings denke ich, dass die Stadt gut besetzt ist, dass die Mitarbeiter alle gut besetzt sind, dass die wissen, was sie machen und dann mit meinem Okay dann die Sachen halt zustande kommen. Ich hatte leider vorher keine politischen Aktivitäten hier, deshalb kann ich zu dieser Frage leider keine Antwort geben. Allerdings werde ich dann, wenn ich in Zukunft Bürgermeister werde, dann mich damit spezifizierter halt verfassen. Also meine Ziele für Bad Bramstedt sind auf jeden Fall, weil das Allerwichtigste für mich ist, ein Krankenhaus. Wir haben hier ein leerstehendes Gebäude bei Hotel Gutsmann, ehemaligen Gutsmann. Und das könnte man, wenn man mit passenden Investoren hat, daraus ein Krankenhaus machen. Muss nichts Großartiges sein für Bad Bramstedter Verhältnisse. Aber dass man zum Beispiel eine Anlaufstelle hat, FEK ständig überbesetzt, Paracelsus-Klinik in Henschedt-Ulzburg ist insolvent, beziehungsweise das war ein neuer Investor, aber das Betrieb selber ist nur halb besetzt. Itzehoe und Bad Segeberg sind viel zu weit. Bei Ernstfall könnte das eventuell tödlich ausgehen. Was man noch auf jeden Fall noch sehr wichtig ist, dass allein nur dieses Jahr über 100 Kinder keinen Kita-Platz haben. Hier muss schleunigst mindestens eins, wenn nicht sogar zwei neue Kita-Plätze hin. Und das zügig. Herr Kütbach kann dafür nichts machen, weil er selber keine Kinder hat und weiß nicht, in was für eine Situation die Eltern in der Lage kommen, wenn ein Elternteil nicht arbeiten kann. Das heißt wiederum weniger Geld in die Kasse. Eventuell haben sie ein Haus, was sie abbezahlen müssen und können nur, wenn einer arbeitet, das eventuell nicht machen. Dann herrscht Problematik, dann ist Stress in der Familie und dann kommt es eventuell zur Scheidung. Und sowas will ich verhindern, indem zum Beispiel, auch wenn es nur vielleicht nichts Besonderes ist, aber ein Kita-Platz muss auf jeden Fall her. Nächster Punkt ist unsere Brücke zwischen der Altona Straße und der Sommerlandstieg, was seit 2 Jahren immer noch nicht gebaut worden ist. Wir haben sehr alte Leute hier, die einfach zu Fuß spazieren gehen, die eventuell über die Brücke müssen und das nicht können. Sie müssen komplett aus rumlaufen. Manche fehlen die Kraft dafür, manche haben es eilig und schaffen das einfach nicht. Und das kann nicht sein, dass seit 2 Jahren diese Brücke immer noch nicht gebaut worden ist. An der Umgebungsstraße eventuell ein Autohof mit einer Tankstelle. Könnte eventuell auch ein Franchise-Unternehmer hin, weil da auch halt viel Betrieb ist. Ein Ein- oder Ausfahrt Richtung Bruch steht an der Umgebungsstraße. Das fehlt uns auch. Dadurch fahren die ganzen Leute, die außerhalb von Bad Bramstedt in Richtung Bruchstedt fahren, jedes Mal durch die Innenstadt. Und dann ist wieder hier alles voll. Wenn man schon die 20er-Zone baut, dann sollte man hier auch ein LKW-Verbot machen. Alles, was über 3,5 Tonnen ist, sollte hier nicht durchfahren, meiner Meinung nach. Ausgenommen natürlich Lieferverkehr und die insässigen Firmen, die hier ihre Standorte haben. Alles andere, dafür ist die Umgebungsstraße da, sollten dann über die Umgebungsstraße weiterfahren. Einer meiner Ziele ist, das muss ich natürlich mit Bad Segeberg abklären, eine Kfz-Zulassungsstelle in Bad Bramstedt. Wir haben einen in Bad Segeberg, wir haben einen in Norderstedt und beide Ziele sind in dieser Ansicht von Bad Bramstedt viel zu weit weg. Die Leute haben eventuell keine Zeit und wenn man da ist, muss man stundenlang warten, weil die Leute von überall kommen. Wenn wir hier im Westbereich sozusagen auch noch eine Zulassungsstelle hatten, also abmelden kann man ja, aber nicht anmelden. Das wäre auch interessant für die Leute hier, für die Umgebung, da müssen sie nicht alle weit wegfahren. Für die Bad Bramstedter Jugend, man könnte eventuell genehmigen, dass die Leute zum Beispiel einen Shisha-Café öffnen können, eventuell eine Diskothek öffnen können, wo die Leute mal am Wochenende mal hingehen können, im Rosengarten einen großen
Käfig, so ein Fußball- bzw. Basketballfeld, wo die Kinder einfach mal oder Jugendliche Sport betreiben können. Wenn man da durchgeht abends oder wacht auch tagsüber sogar, sind sie am Drogen konsumieren, sind sie am Alkohol trinken, weil sie aus Langeweile nicht machen wissen, was sie machen sollen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.